method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Why we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute mal wieder ein anderes Anime-Thema und sowas. So habe ich ja schon letztens bei dem Death Note-Video gesagt, ich werde versuchen, so jede Woche einmal ein Anime-Thema zu behandeln, was nichts irgendwie mit Naruto Boruto zu tun hat. Und ich habe halt gestern eine Umfrage gemacht, beziehungsweise es war vorgestern, glaube ich sogar, ob ich als nächstes Video ein Hunter x Hunter-Video machen soll oder halt etwas zum neuen Boruto-Kapitel. Und da waren tatsächlich die meisten für das Hunter x Hunter-Video und deswegen kommt das hier. Und ja, auf jeden Fall wird es hier nach weiter mit dem Boruto-Zeug gehen. Also morgen wird dann wohl, wenn ich morgen Motivation und Lust dafür habe, so ein Video zum Boruto-Manga kommen. Aber ansonsten, ja, ich versuche halt einfach einmal die Woche so einfach ein allgemeines Anime-Thema zu bringen. So, letzte Woche war es ja Death Note, jetzt kommt Hunter x Hunter. Und ja, der beste Kampf in Hunter x Hunter. Wir hatten einige Kämpfe in Hunter x Hunter, aber für mich war Hunter x Hunter nie der Anime, der mit den Kämpfen so heraussticht. So, klar gab es geile Kämpfe, wie zum Beispiel Meruem gegen Netero oder eine Kurapika gegen Ubo oder sowas. Da gab es halt schon geile Kämpfe in Hunter x Hunter, aber Hunter x Hunter war halt nicht so dieser schonende Anime für mich, der mit den Kämpfen irgendwie so, ja, auf einem hohen Level war. Weil irgendwie, es kommt für mich halt auf keinen Fall irgendwie so an die Kämpfe von Naruto oder Bleach ran oder sowas. Aber ein Kampf hat es mir da richtig angetan, Hunter x Hunter, der wirklich gezeigt hat, was Hunter x Hunter Kämpfe wirklich bringen können. Und das war Hisoka gegen Crollo. Und das ist nicht im Anime passiert, sondern würde das im Anime erst passieren, wenn die nächste Staffel kommt oder sowas. Deswegen für die Leute, die nicht wirklich im Manga gespoilert werden wollen, ja, ihr solltet am besten abschalten, aber ich denke, dass es halt noch lange dauert, bis es halt im Anime kommt, deswegen wäre es, denke ich, mal interessant zu sehen, was da so im Manga abgeht, damit ihr vielleicht auch Motivation für den Manga bekommt, so um den irgendwie anzufangen oder sowas. Deswegen, ja, yeah, die Warnung ist dann schon mal draußen. Und der Kampf, Alter, das war so out of nowhere, der Kampf wurde gar nicht irgendwie so eingeführt oder sowas, sondern es kam einfach dazu. Wir waren davor in einem komplett anderen Szenario, was ich vielleicht in einem anderen Video behandeln kann, wenn ihr wollt, so dass ich mal irgendwie die Themen durchgehe, die nach dem Anime passieren oder so. Weil das, was der Anime gezeigt hatte, oder womit der Anime geendet ist, das war halt noch lange nicht das Ende von Hunter x Hunter. Und da geht es jetzt halt schon noch ein bisschen weiter, so. Und wenn ihr wollt, dass ich da irgendwie noch Videos zu mache, wie es da genau weitergeht im Manga und sowas, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Aber gut, es ging halt einfach mit einem anderen Arc weiter oder mit einem anderen Thema weiter. Und out of nowhere bekommen wir auf einmal einen Switch zu dem Himmelsturm, also zur Himmelsarena. Das war ja da, wo, ich glaube, das war der zweite richtige Arc in Hunter x Hunter so, wo ja Gon und Killua auch das mit den Nennen und sowas gelernt haben erst und alles. Wo die ja dann, wo Gon ja dann auch seinen Kampf gegen Hisoka hatte und sowas da, diese Arena halt da, dieser Himmelsturm so. Und genau da, wir bekommen einfach einen Switch, wie eine riesen Menschenmasse da vor diesem Turm steht und wir wissen gar nicht, was abgeht. Auf einmal kommt da einfach so ein plötzlicher Switch und man weiß gar nicht, warum, was geht da gerade ab, was hat es gerade mit dem Turm auf sich. Auf einmal kommt dieser Ansagesprecher und sagt, yo, heute Crollo gegen Hisoka, und man denkt sich so, was? Aus dem Nichts einfach. Das wird einfach so reingeworfen, ohne dass es eingeführt wird. Klar, wir hatten über den Hunter x Hunter Verlauf schon die ganze Zeit so, dass Hisoka unbedingt gegen Crollo kämpfen wollte und dass sie es auch an einem Punkt nicht konnten, weil Crollo seine Nennfähigkeit nicht benutzen konnte wegen Kurapika und so. Deswegen konnten die da nicht kämpfen. Auf jeden Fall hatten die schon mal vorzukämpfen. Aber da haben die dann endlich ihren Kampf gehabt und holy, dieser Kampf, das ist ein komplett anderes Level in meinen Augen, was Hunter x Hunter Kämpfe angeht. Der Kampf hat wirklich alles andere in Hunter x Hunter im Schatten gestellt, so. Und ich glaube, ein Hauptpunkt dafür ist halt wirklich Crollo. Und dass es halt Crollo und Hisoka sind. Crollo und Hisoka gehören ja eh wahrscheinlich zu den Lieblingen. Okay, Crollo vielleicht eher weniger, weil Crollo scheint in meinen Augen sehr unterschätzt oder so. Oder halt underrated so. Wobei hingegen Hisoka ja ein Fan-Favorite ist. Also allein wegen Hisoka würde das schon für viele hypen. Und Crollo ist dann dieser Gegenpunkt da, dieser große Feind, den Hisoka die ganze Zeit besiegen wollte.
der dann Fähigkeiten und Taktiken raushaut, wo man sich nur denkt, was, Alter? Weil Krollo hat ja schon diese geniale Fähigkeit da mit seinem Buch, dass er Fähigkeiten kopieren kann und jegliche Fähigkeit benutzen kann, solange er die in dem das Buch offen hält. Aber dazu wird gleich auch noch was kommen. Also Krollo und Hisoka waren halt so in der Arena, waren so auf dieser Tribüne, sag ich mal, wo dieser Kampffläche halt ist oder so, mit diesen Steinplatten und alles. Und dann haben die beiden etwas miteinander gesprochen, wo dann Krollo meinte, yo, wir wollten schon immer diesen Kampf abklären und es nagt mir so richtig so, lass uns daraus ein Deathmatch machen, also ein Kampf auf Leben und Tod. Und Hisoka hat dem einfach zugestimmt. Somit wurde das anstatt zu einem normalen, Kampf zu einem Kampf auf Leben und Tod. Also der Kampf wird erst beendet, wenn der Gegenüber gestorben ist. Und das wird durchgezogen. Das wird wirklich durchgezogen. Am Ende des Kampfes stirbt jemand. So viel sage ich schon mal. Und für die, die das im Manga noch nicht mitbekommen haben und von dem Kampf nichts wissen, ich werde mal oben rechts jetzt gerade eine Umfrage machen, wer ihr denkt, wer gewonnen hat oder so, damit ihr schon mal so sehen kann, wo ihr denkt, wer stirbt oder so. Komm, wir machen nicht, wer gewonnen hat, sondern wer gestorben ist. Ich mache eine Umfrage, wer von den beiden gestorben ist und ich muss mal gucken, was ihr da so abstimmt für die, die das nicht wissen, was ihr so einschätzt. Weil ich hätte selber da nichts ahnen können und so und ich habe mir darüber echt keine Gedanken gemacht, weil ich konnte mir keine Seite vorstellen, dass jetzt einer von beiden stirbt. So, das ist einfach krank, was da abging. Der Kampf hat erstmal damit begonnen, dass Krollo irgendwie so viel zeigt, so was er mit dem Buch drauf hat und wie er seine Fähigkeiten erweitert hat. Nämlich hat er ja viele neue Fähigkeiten dazu bekommen und hat noch eine weitere Fähigkeit entwickelt für sein Buch, nämlich hat er so ein Lesezeichen gemacht, so ein Bookmark, das heißt Lesezeichen, oder? Ja, ich denke schon, ihr wisst, was ich meine, so einfach etwas, was du an irgendeiner Seite klemmst, damit du so weißt, dass du die Seite wiederfinden kannst, direkt so. Und das erlaubt Krollo, sage ich einfach mal, das Buch selbst geschlossen zu haben und die Fähigkeit zu aktivieren, wo das Lesezeichen drin hängt. Weil sein Problem war ja immer, er musste das Buch immer in der Hand halten und immer offen halten, um die Fähigkeit zu aktivieren. Aber durch dieses Lesezeichen kann er einfach eine Seite markieren, von dem er die Fähigkeit haben will, kann das Buch wegstecken und kann dann mit dieser Fähigkeit kämpfen. Oder er weitet das noch weiter aus und platziert das Lesezeichen irgendwo und öffnet eine andere Seite, womit er dann zwei andere Fähigkeiten gleichzeitig nutzen kann. Womit er sozusagen vier Fähigkeiten auf einmal benutzt. Das Buch, das Lesezeichen, die Fähigkeit, wo das Lesezeichen drin ist, und noch das, was er aufgeschlagen hat. Das ist so krank, wenn man sich das vorstellt. Wenn man dann noch bedenkt, dass hier Krollo so viele Fähigkeiten kopieren kann und sowas. Und der Kampf hat sich so krank ausgebreitet. Das war nicht einfach nur so ein 1 gegen 1 zwischen den beiden. Sondern hat Krollo da noch die Zuschauer mit eingemischt so. Die haben da ja auf der Bühne gekämpft so und bei den Zuschauersaal oder sowas oder bei der Zuschauertribüne so, da saßen safe um die tausende Leute so, also mehrere tausende Leute und gegen Ende hin hat Krollo so Fähigkeiten ausgepackt, womit er die erstmal steuern und kontrollieren kann, umbringen kann, um eine neue Puppe aus denen anzufertigen, die er kontrollieren kann. Dann hat er noch das mit den Antennen da drin, womit er halt generell irgendjemanden steuern kann. Dann hat er noch eine neue Fähigkeit entwickelt, womit er so Minus- und Pluspole erschafft, also so ein Mondsiegel und ein Sonnensiegel. Und wenn beide in Kontakt treten, wird da eine riesen Explosion entfacht. Dann hat er noch eine Fähigkeit, der hat da so mit Fähigkeiten rumgespammt, das ist so krank, wo auf einer Handfläche ein Pfeil nach oben ging und auf der anderen ein Pfeil nach unten. Und je nachdem, womit er jemanden berührt hat, ist da etwas so passiert. Wenn bei der einen Fähigkeit konnte dann der, den er berührt hat, so etwas, ein paar Charaktereigenschaften von Krollo annehmen. Mit der anderen Hand hat er die Charaktereigenschaften von dem anderen übernommen. Aber wenn er jemanden mit beiden Händen gleichzeitig berührt, dann wechselt er sozusagen den Körper. Also der wechselt den Körper sozusagen mit dem Gegenüber, behält zwar auch seine Fähigkeiten und seine Mentalität, aber somit kann er sich halt noch verstecken und irgendwie unter die Menge schummeln und keine Ahnung was alles. Und irgendwann, das ging dann die ganze Zeit so weiter, Hisoka musste die ganze Zeit überlegen, yo, was benutzt er für Fähigkeiten, wie kann ich dem entkommen, wie kann ich da und da kämpfen. Und Krollo hat immer weiter rumgespielt, hat immer mehr Leute mit reingezogen, immer mehr Verwirrung gesorgt, Hisoka komplett zum Denken gebracht so, weil Hisoka musste wirklich jede Kleinigkeit bedenken so, wenn ich das mache, könnt ihr das auspacken und das machen, wenn ich das mache, könnt ihr was anderes planen, um mich danach fertig zu machen.
machen. Aber wenn ich jetzt hier stehen bleibe und nicht das mache, dann plant er dann noch mehr. Und das ist so ein richtiger Mindfuck für Hisoka gewesen, wie er da handeln musste. Und das war so krank, das alles zu sehen. Hisoka hat natürlich wie immer seinen Bungee-Gum gezogen und alles. Und damit hat er auch ein paar krasse Sachen gemacht. Zum Beispiel muss er halt von den meisten Puppen, Menschen so den Kopf abschlagen, damit die nicht in die Luft gehen und damit er die nicht mehr kontrollieren kann und alles. Und als er manchen da den Kopf abgetrennt hat oder so, hat er den Kopf zum Beispiel mit dem Bungee-Gum befestigt und mit dem Kopf überall rumgeschleudert. Und da wurde dann noch erklärt, ein menschlicher Kopf wiegt so um die 8 Kilogramm und ist somit auch irgendwie schwerer als eine herkömmliche Bowlingkugel und sowas. Und damit hat er halt dann die ganze Zeit rumgeschwungen, hat jeden damit umgehauen und so. Er hat Krollo damit auch mal getroffen, ihm vielleicht ein paar Brüche hinzugefügt oder so. Auf jeden Fall, die haben sich beide gegenseitig heftig verletzt und sowas. Und das war halt so krass. Hisoka musste sozusagen gegen tausende Leute und Krollo kämpfen. Und diesen tausenden Leuten musste er alle den Kopf abschlagen. Es musste passieren, weil sonst hätte es nichts gebracht, weil sonst hätten die weiter gehandelt und sowas. Und das war so ein richtig heftiges Handicap für Hisoka. Aber der hatte immer, also der ist schon meiste Zeit cool geblieben und hatte so am Ende meistens so die Überhand, konnte immer gut mit der Situation klarkommen, hatte sich gute Wege ausgedacht und konnte mit den Situationen umgehen. Dann kam auf einmal ein Punkt, wo der Kopf, den er da in der Hand hatte, den er mit dem Bungee-Gum da so kontrolliert, dass er in der Hand von Hisoka explodiert ist und Hisoka somit seine Hand verloren hat. Okay, seine Hand war zwar noch da, aber er hat die Finger um die Hand verloren. Also der hat literally nur noch mit der Handfläche da gestanden so. Und dann ging es halt noch weiter im Kampf. Krollo hat da seine Ansagen gemacht. Irgendwann hat er halt mehrere hunderte Leute unter seiner Kontrolle gehabt, wenn nicht sogar tausende auch. Und hat dann von dieser Ansagesprecherin das Mikrofon genommen und hat dann den Befehl gegeben, dass alle Hisoka angreifen sollen. Und wenn die in der Nähe von Hisoka kommen, dass sie ihre Hände zusammen tun sollen. Weil die hatten jeweils auf ihrer Hand dieses Minus- und Pluspol. Und wenn das ja zusammen kombiniert wird, dann explodieren die. Und wenn die in der Nähe von Hisoka kommen, sollen die es aktivieren. Und somit hat dann die nächste Verfolgungsjagd begonnen, so wo Hisoka dann allen ausweichen musste, wo er, naja, jeden den Kopf abschlagen musste und alles. Und selbst damit ist er gut klargekommen, bis dann Krollo ankam, irgendwo in der Tribüne stand und einfach mit Zuschauern Hisoka beworfen hat. Der hat einfach mit einer Hand irgendeinen Zuschauer gegrabt und ihn irgendwie 10 Meter weit zu Hisoka geworfen oder so, damit er bei Hisoka explodieren kann. Und das ist dann so weit eskaliert, dass Hisoka von mehreren hundert Leuten übermannt wurde, die sich alle auf Hisoka gestürzt haben und alle gleichzeitig explodiert sind. Und man hat Hisoka in einem komplett abgefuckten Zustand gesehen, wo er seine Haare irgendwie halbwegs verloren hat, wo seine Haut komplett abgefetzt ist, wo er komplett verbrannt ist, wo, keine Ahnung, er einfach komplett am Arsch ist. Und da ist Hisoka gestorben. Allerdings ist dann noch was passiert, aber das will ich mir vielleicht für nächstes Video aufheben, was da mit Hisoka danach abging, wie er vielleicht wiederkam und sowas. Und ja, Mann, Alter, einfach der Kampf, das ist was komplett anderes. Ihr müsst es euch im Manga selber durchlesen oder so. Der beginnt, glaube ich, in Chapter 351 war das, glaube ich. Da beginnt so der Kampf und holy fuck, das ist ein Kampf, der geht über 5 Kapitel, glaube ich, und das ist so krank. Da werden halt, das ist so ein Mindfuck, was sich Krollo da alles rausholen kann, was sich Hisoka da alles überlegt, wie der Kampf vorangehen soll, wie Hisoka handeln soll und alles. Welche Fähigkeiten Krollo aktiviert. Und da denke ich mir noch, wie weit möchte Krollo noch in Zukunft ausbauen? Wie viele Fähigkeiten will er in Zukunft noch gleichzeitig benutzen können? Und was für Fähigkeiten kopiert er noch für die Zukunft, um, keine Ahnung, zum Beispiel gegen Kurapika zu kämpfen oder wieder gegen Hisoka zu kämpfen oder keine Ahnung was. Irgendwann muss ja Hisoka Krollo dann noch mehr auspacken und es wird einfach krank. Es wird einfach krank und ich hoffe, dass der Hunter x Hunter Anime irgendwann mal weitergeht, weil das würden wir dann relativ am Anfang sogar bekommen. So, das würde wahrscheinlich dann, keine Ahnung, ich sag mal, rund Folge 10 oder sowas da anfangen, so, weil so weit ist das gar nicht vom Anime-Ende entfernt, so. Und das ist einfach krank, was da abging. Ich hoffe, dass der Anime bald irgendwann weitergeht. Dafür müsste der Mangaka auch mal irgendwann weiterzeichnen, was ja ein großes Problem ist. Aber ich denke schon, dass wir so weit im Manga sind, dass man schon eine weitere Staffel hätte bringen können. Deswegen einfach hoffen, dass es irgendwann weitergeht, dass wir das so im Anime bekommen und dann geht's ab, weil, wie gesagt, in meinen Augen der bessere Hunter x Hunter Kampf. Ja, ich wollte ein bisschen über diesen Kampf reden, weil der Kampf hat mich so hardcore umgehauen und
ich musste mein Fanboy da sein, da etwas raushauen und ich musste euch den Kampf irgendwie näher bringen, weil das ist so ein Kampf. Ich möchte, dass mehrere Leute von diesem Kampf wissen, weil das in meinen Augen, wie gesagt, der beste Kampf von Hunter x Hunter ist und kaum jemand liest ja den Manga, deswegen ist es schön, dass dann. Ja, an euch weiterzugeben, so. Deswegen schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, von diesem Kampf. Ob ihr es vielleicht nachlest, so, wie ihr dann den Kampf findet, falls ihr es schon kennt und so. Und was eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Und wie ihr es, wenn ihr so ein Video gemacht habe. Keine Ahnung. Falls ihr noch weitere Ideen zu Hunter x Hunter-Themen oder generell andere Anime-Themen habt oder so, schreibt ihr genau in die Kommentare rein, so. Aber nicht so, ja, mach mal ein Video über Gon oder sowas, sondern wirklich ein Thema ansprechen, worüber ich ein Video machen soll, so. Das wäre mir dann lieber so. Von daher. Ja, war's das mit dem Video an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr hier mich trotzdem noch unterstützt, obwohl ich auch Sachen bringe, die nichts mit Naruto und so zu tun habt. So, von daher war's das mit dem Video an der Stelle. Danke, dass ihr ein bisschen zugeschaut habt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Schaut gerne in die Beschreibung rein, checkt alles ab. Und dann war's das mit dem Video an der Stelle. Und ich verabschiede mich mal hinaus wieder.